Damit ihr Bescheid wisst, Portal ist ein Rätselspiel, in dem man sich mit Portale von A nach B bewegen muss. Warte mal. Nein! Wo ist Kamera? Da, ich tue mich mal da hin. Wartet eben. So, besser. Ja, ich hoffe, er ist nicht allzu anstrengend. So. So, dann schauen wir mal im Spiel rein. Wie gesagt, das ist Portal. Spiel sollte auch nicht allzu lange dauern, deswegen habe ich schon im Hintergrund das nächste Spiel runtergeladen. Aber wenn irgendwie verbindungstechnisch irgendwelche Probleme passieren, dann muss ich das Spiel erstmal jetzt pausieren. Bis jetzt nicht? Okay. So, dann schauen wir mal. Kapitel 1. Neues Spiel starten. Okay. Ich bin anscheinend sehr klein. Willkommen im computergesteuerten Enrichment Center von Aperture. Wir hoffen, Ihr kurzer Aufenthalt in der Entspannungskammer war angenehm. Ihre Probe wurde verarbeitet und wir können mit dem Haupttest beginnen. Vergessen Sie nicht, dass Spaß und Lernen zwar im Vordergrund aller Aktivitäten im Enrichment Center stehen, dass es aber auch Verletzungen geben kann. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie auf keinen Fall etwas... Por favor, perdón, me fallar muchos. Vorsicht, das Portal öffnet sich in 3, 2, 1. Hä? Oh, das sind wir. Wie gesagt, ich habe über das Spiel bisher nur Sachen gehört. Selber gespielt habe ich es noch nicht. Ah, hier können wir crouchen. Objekt aufheben. Objekt fallen. Gut gemacht. Bitte begeben Sie sich nach jedem Test in die Kammerschleuse. Achten Sie zunächst jedoch auf das Leuchtpartikelfeld vor dem Ausgang. Dieses Materialauflösungsgitter von Aperture Science vaporisiert alle passierenden, nicht autorisierten Geräte, zum Beispiel den beschwerten Speicherkubus von Aperture Science. Ah. Ich komme durch, aber der Würfel wird jetzt nicht durchgehen. Irgendwelche Secrets? Nein. Ich gehe mal davon aus, Falldamage gibt es hier nicht. Bitte stellen Sie den beschwerten Speicherkubus auf den 1500 Megawatt Schwerlast Superkollisions Superknopf. Was? Hä? Was soll ich? Jetzt gehe ich hier rein. Ah, hier ist der Würfel. Hier rein. Perfekt. Bitte begeben Sie sich rasch in die Kammerschleuse, da im Test kein andauerndes Verweilen am Knopf vorgesehen ist. Ja, dann macht das Tor auf. Hä? Jetzt da lang? Ich weiß, auf Dauer bekommen wir eine eigene Waffe, womit wir die Portale schießen können.
Sie machen das sehr gut. Beachten Sie, Dankeschön. Dass der Geschmack von Blut nicht Teil des Testprotokolls ist, sondern ein unerwünschter Nebeneffekt des Materialauflösungsgitters von Aperture Science, das in manchen Fällen Zahnfüllungen, Kronen, Zahnschmelz und Zähne auflöst. Okay. Kann ich hier rein? Sehr gut. Sie verfügen nun über das mobile Portalgerät von Aperture Science. Damit können Sie eigene Portale schaffen. Diese intradimensionalen Tore sind vollkommen sicher, das Gerät allerdings nicht. Berühren Sie nicht sein aktives Ende. Blicken Sie nicht direkt auf das aktive Ende des Geräts. Bringen Sie das Gerät nicht mit Flüssigkeit in Kontakt. Vor allem sollten Sie unter keinen Umständen das Gerät aus... Aus was? Ich verstehe den sehr undeutlich. Begeben Sie sich in die Kammerschleuse. Zur sicheren Durchführung der autorisierten Aktivitäten zerstören Sie keine wichtigen Testapparate. Nochmal. Zur eigenen Sicherheit zerstören Sie keine Testapparate. Hä? Ah! So. Sehr gut. Übrigens, der Tag der offenen Tür für Töchter bietet sich an, um auch sie testen zu lassen. Ich werde jede Kamera vernichten, die ich finde. Willkommen in Testkammer 4. Sie sind gar nicht schlecht. Warte mal. Geh mal bitte weg. Nein, ich wollte nicht runterfallen. Auch das war wieder sehr gut. Als Teil eines also bisher ist es noch nicht schwer. Ich hoffe, dass es noch ein bisschen komplizierter wird. Überwacht. Sie sind dort ganz auf sich gestellt. Viel Glück. Bus. Ich kann kaum reden, weil die ganze Zeit für mich sprechen und ich will nicht dazwischen reden. Mir fehlt Fahrstuhlmusik. Manche Objekte sind wichtig für Ihren Erfolg. Zerstören Sie keine Testapparate. Ja. Nee, warte. Jetzt nach dahin. Den mal rausnehmen. Irgendwo ein Block? Da. So. Als Teil eines festen Testprotokolls war die vorige Aussage, dass diese Kammer nicht überwacht wird, eine reine Lüge. Sehr gut. Als Teil eines festen Testprotokolls beenden wir die Wahrheitsverzerrung in 3. Ich glaube, ich sollte mich langsamer bewegen und sie aussprechen lassen. Sicherheit ist eins der Ziele des Enrichment Centers. Doch die Energiekapsel von Aperture Science, links von der Kammer,
Kampfplan dauert unglaublich. Sie, Subjektname hier, sind wohl der Stolz von Subjekt Wohnort hier. Ich weiß nicht, ob ich den Computer sympathisch finden soll oder nicht. Kann ich das Portal wieder einfach wegnehmen? Einfach nur zurückholen? Portale? Ne, geht nicht, egal. Unsichtbaren Flasche. Ist sie unsichtbar? Ha. Ah, so. Was haben Warnsignale sind für alle Mobilgeräte Vorschrift. Alarm und blinkende Lichter können jedoch die Energiekapsel irritieren und wurden daher zu ihrer Sicherheit deaktiviert. Gut. Jetzt mit dem nicht stationären Gerüst von Aperture Science zur Kammerschleuse. Okay, da kann ich nichts hinbauen. Kann ich hier was hinbauen? Ja. Ich finde das schon cool gemacht. Jetzt habe ich mich selber gesehen, wie ich reinspringe. Auf zur nächsten Ebene. Mal eben kurz auf mein Bein setzen. Bisschen gemütlicher. Meine Nase juckt. So. Beachten Sie, dass ein Scheitern Konsequenzen hat. Kontakt mit dem Kammerboden führt zu dem Vermerk unzureichend auf Ihrem Testbogen, gefolgt von Ihrem Tod. Viel Glück. Es tut mir leid, aber ich muss es einmal testen, halshalber einmal testen. Okay. Ich war nur gerade ein bisschen neugierig, wie der Tod aussieht. Kontakt mit dem Kammerboden führt zu dem Vermerk unzureichend auf Ihrem Testbogen, gefolgt von Ihrem Tod. Viel Glück. Hä? Was ist jetzt passiert? Oh. Kontakt mit dem Kammerboden führt zu dem Vermerk unzureichend auf Ihrem Testbogen, gefolgt von Ihrem Tod. Viel Glück. Ich sehe mich. Was jetzt? Nein. So. Warte mal. Jetzt aber, ne? Plopp. Achso, ich dachte, wenn ich irgendwo anprallt, dann ist er weg. Komm schon. Bemerkenswert. Beachten Sie, dass der Anschein einer Gefahr nur dazu dient, Ihr Testerlebnis zu verstärken. Also anscheinend, wie gesagt, bin ich wirklich ein Versuchsobjekt für irgendwelche Experimente. Enrichment Center bedauert Ihnen mitzuteilen, dass der nächste Test leider unmöglich ist. Versuchen Sie es erst gar nicht. Ach so, wenn ich durchgehe, ist er komplett weg. Soll es jetzt das unmöglich Enrichment sein? Center entschuldigt sich für diese offensichtlich fehlerhafte Testkammer.
Fantastisch. Sie waren willensstark und ideenreich, trotz des extrem pessimistischen Einflusses. Die sind auch irgendwie doof. Bekomme ich das zweite Portal jetzt auch mal endlich? Hallo, wir wieder. Unsere frühere Warnung. Die Beherrschung der Kapitelkontrollimpulse. Was? Ich finde, die wird schon ein bisschen creepy langsam. Ah, da. Spektakulär. Sie verstehen anscheinend, wie ein Portal den Vorwärtsimpuls beeinflusst. Oder genauer gesagt, wie nicht. Okay, ein Portal noch dahin. Der Impuls, das Produkt aus Masse und Geschwindigkeit, bleibt zwischen den Portalen gleich. Einfach gesagt, was schnell reingeht, kommt schnell wieder raus. Wie Chili con Carne. So, du hast es verstanden. Oh, ein bisschen Durst, ey. So, dann geht's mal weiter. Das Enrichment Center verspricht Ihnen eine allzeit sichere Testumgebung. In gefährlichen Testumgebungen steht Ihnen das Enrichment Center stets mit gutem Rat zur Seite. Zum Beispiel ist der Boden hier tödlich, meinen Sie ihn? Ja, hast du mir schon gesagt, dass der Boden tödlich ist? Das ist die nächste Waffe, oder? Wenn ich die einsammle, habe ich die Orange. Ja, mach schon. Piu! Da. Verwenden. Warte mal. Okay, jetzt schießt das Portal nach hier hin. Jetzt komme ich nach hier hin. Jetzt kann ich den hier rausholen. Hat es jetzt funktioniert? Nein! Ich bin voll Idiot. Das Portal ist ja weg, wo ich stehe. Egal. Der ist draußen. Ich kann wieder nach hier hin. Jetzt stehe ich. Jetzt kann ich die Waffe einsammeln. Schon. Das Gerät kann jetzt zwei verbundene Portale gleichzeitig erstellen. Als Teil eines freien Testprotokolls können wir Ihnen etwas Amüsantes mitteilen. Ja. Das Gerät ist jetzt mehr wert als die Organe und Einkommen aller Bewohner von. So geht wohl ab hier. Ich verstehe kein Wort, was sie sagt. So. Schon ein bisschen schneller. Bisschen schneller. So.
Ah, da bin ich. Weiter geht's. Zum Raussteuern. Mit hinaus in den Raum. So. Okay. Ich hoffe, das funktioniert, wie ich will. Hoppa. Puff. Der kommt nach dahin. Ah, nein. Wo bin ich jetzt? Falsch. Hä? Warte mal. Ich muss nach dahin jetzt. Ja, ist doch. Gott, ey. Hier, da oben. Da sind sie bestimmt. Beobachten mich. Nicht so recht, wie ich sitzen soll. So. Da Sie nun beide Portale kontrollieren, könnte der nächste Test sehr, sehr lange dauern. Hä? Wenn Ihnen schwindlig wird vor Durst, kippen Sie ruhig um. Ein Intubationsmitarbeiter wird Sie mit Magenmitteln und Adrenalin wiederbeleben. Okay. Schritt 1. Okay, fehlt ein. So.
Ne, das. Ja, warte. So. Ah. Als Teil des bereits erwähnten festen Testprotokolls dürfen wir sie nicht mehr belügen. Nach den Tests wird man sie vermissen. Wir weisen Testpersonen, die gammastrahlende Hochenergieportaltechnologie verwenden möchten, darauf hin, dass sie eventuell über Vorschriften informiert werden. Weitere Informationen über Vorschriften sind weder erforderlich noch erhältlich, und sie sind ein hervorragender Testkandidat. Die Energiekugel her. Nein. Hä? Da oben ist. Oh, warte mal. So, nochmal. Jetzt habe ich dich. Da gucken wir mal. Ich mach schon mal, oder? Dahin. Kann ich die Portale zurückholen? Wenn ich weiß, welche ich noch habe. Hä? Ist der Gelbe jetzt wieder bei mir? Tatsache. Nee, das ist falsch. Anstatt einfach mal zu warten, ne? Einfach mal abwarten. Den blauen wollte ich da oben haben. Aber jetzt bin ich anscheinend zu weit weg. Nein! Oh, ich darf mich mit den Tasten nicht verwechseln. Einmal hier hin. So. Nach dahin. Belohnung wurde in der Hauptkammer ein Siegeslift aktiviert. Yeah, ein Siegeslift.
weiter geht's. Das Enrichment Center achtet auf das Wohlbefinden aller Teilnehmer. Kuchen und Trauerverarbeitung stehen am Ende des Tests zur Verfügung. Danke, dass wir Ihnen helfen durften, uns zu helfen. Fliege. Ich falle runter. Wichtiger Testapparat zerstört. Demontieren Sie Sicherheitskamera von den Wänden. Ich wusste, dass ich für einen Erfolg bekomme. Wuhu! Wichtiger Testapparat zerstört. Wichtiger Testapparat zerstört. Das ist zerstört. Okay. Ich habe schon eine Ahnung. Warte. Hier. Habe ich es geschafft? Nein. Eben. Eine Sache stört mich gerade. Optionen, Tastatur. Nee, gibt's leider nicht, was ich wollte. Fehlt ein Knopf, um die Portale aufzuheben. Was haben wir hier? Wichtiger Testapparat zerstört. Ja, wie oft willst du das noch sagen? So, zerstört. Geht das? Nein. So, das haben wir auch schon mal. Hier bewegt sich nichts. Dort sehe ich nichts. Warum versuche ich das immer wieder? Wieder nicht. Hä, warum geht das nicht?
So, jetzt. Und was muss ich jetzt machen? Das geht nicht. Der geht da durch. Da kann ich nicht durchschießen. Ah, okay. Da eins und da eins. Okay. Wie komme ich jetzt zurück? So. Puh. Geschafft. Ich stelle mich gar nicht mal so schlecht an. Ich habe es schlimmer gedacht. Hey. Richtig, blaues Portal. Kein Bock zu warten. Wichtiger Testapparat zerstört. Ja, wichtiger Testapparat. Hier. Wo ist der hin? Ein Knopf. Hä? Wo kam der denn her? Dahin. Dahin. Einmal den drücken. Und? Wussten Sie, dass Sie dem Mädchen Selbstwertfonds von Aperture Science eines oder alle Ihre Organe spenden können? Ganz recht. Ich soll Organe spenden? Was? Was stimmt mit der nicht? Wegen zwingender geplanter Wartungsarbeiten steht die Kammer für diese Testsequenz derzeit nicht zur Verfügung. Ja, sie wurde durch eine Kampfübungsstrecke für Militärandroiden ersetzt. Ja, wir bitten, das Tor die auf. Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und wünschen Ihnen viel Glück. Wichtiger Testapparat zerstört. Was ist das? Oh. Ich bin dir nicht böse. Ich glaube, ich habe den kaputt gemacht.
Wow. Okay. Wer da? Suche. Du auf. Wichtiger Testapparat zerstört. Bumm. Sein? Wo bin ich hier? Hey, okay, hier wirkt das Spiel gerade ein bisschen creepy. Meine Maus hängt. Meine Maus hängt. Phobia-Feeling, wenn ich diese Hand sehe. Ich habe viel über das Spiel gewusst, ne? Aber ich dachte, das sollte ein reines Rätselspiel sein. Das sind für mich keine Rätsel hier. Hallo. Ich kann da keine Portale setzen. Zerstören Sie einen Turm mit einem anderen. Okay. Ich bin gerade voll konzentriert. Wow, was war das denn?
schnell rüber. Noch einen Block mitnehmen. Ja, durchschießen können. Und du guck mich. Wichtiger Testapparat zerstört. Ein wichtiger Testapparat zerstört. So. Sehr gut, Android. Das Enrichment Center weist erneut darauf hin, dass die Androidenhölle existiert und sie bei Widerstand dorthin geschickt werden. Ja, ist gut. Ich verstehe sowieso nicht, was ihr von mir wollt. Meine Nase läuft ein bisschen. Der Testapparatschacht liefert einen gewichteten Begleiterkubus in 3, 2, 1. Komm mal bitte her. Der gewichtete Begleiterkubus begleitet Sie durch die Testkammer. Passen Sie auf ihn auf. Ich will die Kamera kaputt machen. Was soll das? Geh drauf. Ab. Was ist das? Okay. Die am häufigsten auftretenden Symptome bei Enrichment Center Tests sind Aberglaube, Sprechen mit leblosen Gegenständen und Halluzinationen. Das Enrichment Center erinnert daran, dass der gewichtete Begleiterkubus nie drohen wird, sie zu erstechen und gar nicht sprechen. Nein, 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 nein. Sind wir hier? So. Wichtiger Testapparat zerstört. Ja, ist gut. Überlegen. Wie geht's hinsetzen? Pap, pap. Dann brauchen wir noch einen blauen. Erstmal du weg. Wichtiger Testapparat zerstört. Ich werde hier von einer Fliege terrorisiert. Ah, wo bist du denn? Wie komme ich denn zu dir? Von hier aus nicht. Dich mal mit. Bob. Hm.
Was ist das? Ah, du musst die Energiekugel rein. Verstanden. Wo kriege ich jetzt die Energiekugel her? Okay. Bevor ihr fragt, warum ich hüpfe, ich habe das Gefühl, mit Hüpfen bin ich schneller. Das Enrichment Center erinnert daran, dass der gewichtete Begleiterkubus nicht spricht. Sollte der gewichtete Begleiterkubus dennoch sprechen, empfehlen wir dringend, seinen Rat zu ignorieren. Gott. She's watching you. Was ist das hier für ein krankes Spiel? Tasty. Überall die Kameras. Aufpassen. Hä? Ah, der schießt ja gar nicht mehr. Der schießt ja gar nicht mehr. So, das funktioniert. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Schnell, 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 schnell. Boah. Wow, der schießt. Okay. Das auch hinbekommen? Dann nehmen wir unseren Liebesblock mit. So. Haben wir das auch geschafft, oder? Haben wir schon geschafft? Geschafft. Der gewichtete Begleiterkubus hat Ihnen wirklich Glück gebracht. Er kann Sie jedoch beim restlichen Test nicht begleiten und muss leider Sterbehilfe erhalten. Bitte bringen Sie Ihren Begleiterkubus zur Aperture Science Intelligenznotverbrennungsanlage. Wir müssen uns von unserem Block hier verabschieden. Ich bin... Hey! Ich wollte gerade noch ein Ständchen halten. Seien Sie versichert, dass ein Gremium unabhängiger Ethiker das Enrichment Center, das Aperture Science Personal und alle Testpersonen von jeglicher moralischen Verantwortung für die... Sie haben Ihren treuen Begleiter Kubus schneller geopfert als jede Testperson bisher. Herzlichen Glückwunsch. Ich vermisse Blocky. Wir haben so viele schöne Zeiten.
habt. Das Experiment nähert sich seinem Ende. Das Enrichment Center gibt Ihnen folgenden Hinweis. Sie werden gebacken und dann gibt es Kuchen. Was, nochmal, was hat die gesagt? Wir werden gebacken? Ich hab jetzt nicht ganz verstanden, wir werden gebacken? Oh, nein, ich wollte da rein. Ich wollte nochmal, vielleicht wiederholt sie sich nochmal. Ich wollte jetzt einmal wissen, was sie mir gesagt hat. Das Experiment nähert sich seinem Ende. Das Enrichment Center gibt Ihnen folgenden Hinweis. Sie werden gebacken und dann gibt es Kuchen. Nein, wir werden nicht gebacken. Guck mal. Ich hau jetzt ab. Oha. Wir hauen ab. Radio! Den will ich mitnehmen. Jo, und dann gibt's Kuchen, genau. Tür? Geht die Tür jetzt nicht auf? Hallo? Oh, das war wieder hier. Ich muss nach dahin eigentlich. Was heißt, ich muss? Ich glaube nicht, dass ich mit dem System gerade arbeite. Okay. Was passiert hier? Der kaputt?
Da und ist der kaputt. Ich find's lustig. Nein, ich bin gestorben. Wenn ich das mache, was würde dann passieren? Portale zurücksetzen. Oh, falsche Taste. Warte mal. Ich bin hier. Ich muss nach dahin. Über die Plattform irgendwie? Ich gehe mal auf die da. Die wollte ich jetzt nicht drauf. So, jetzt bin ich hier drauf. Bringt mich jetzt auch nicht weiter. Ah. Entschuldigung. Wenn jemand eine Idee hat, kann er sich gerne äußern. Nein, das war falsch. Vorstellen. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Aber das geht nicht. Ja komm, steht mal ein bisschen schneller. Kann ich auch nirgendwo hinbringen? Vorbei. Nee. Da ist ein Knopf. Oh, da ist ein Knopf. Oh.
ich weiß nicht, ob ich das so schnell hinbekomme. Warte. Schieß. Ah, nein. Nein, nein, nein. Ich wollte den Knopf drücken. In Ruhe. Boah, geschafft. Puh. Also darauf bin ich jetzt nicht so schnell gekommen, ehrlich gesagt. Boah, meine Nase. Warte. Ah. Immer dabei haben. Ich muss einmal kurz meine Nase putzen. Tut mir echt leid. Ah. Entschuldigung, da bin ich wieder. Ah. Hattet ihr alle denn ein schönes Ostern? Wichtiger Testapparat zerstört. Das hört ja mal gut an. So. Ja, doch, auch sehr angenehm. Ich war gestern, wie gesagt, nochmal mit meiner Tochter angeln. Na, was ist jetzt passiert? Warum ist das jetzt passiert? Warte mal, welche Wand hat sich... Die bewegt sich, ne? Ja, wir ganz angenehm ruhig. Hui. Wo? Schmeiß alles um. Mal kurz was nachgucken. Ah. Komm her. Wie gesagt, bei uns war auch ganz ruhig. Ich bin nochmal Onkel geworden. Ich glaube, es war der 28. 28. 29. Peinlich, ich muss gerade überlegen. Auf meinem Mikrofon ist eine Fliege. Bock. Welchen hatten wir Freitag? Aber wir haben heute den 1. Wir hatten heute den 1. gestern den 31. Ist ja auch unrelevant. Komm her, Block. Dich nehmen wir mit. So. Wie komme ich jetzt dahin? Mal bitte dahin, ich will mich nicht umbringen. Hopp. Hast du einen Namen? Ich gehe mal weiter. Gott.
wichtiger Testapparat zerstört. Nein. Das bringt mich auch nicht weiter. Boah, wo muss ich hin? Oh. Block. Nein! Ich kann noch Portale setzen, ey. Geschossen. Ah! Orientierung. Ich habe meine Orientierung verloren. Mann. Plupp. Sehr gut. Beachten Sie, dass Sie beim nächsten Test nicht isolierten Elektroteilen ausgesetzt werden, die unter Umständen gefährlich sein können. Weitere Informationen erhalten Sie in einem unserer Seminare zu Elektrik und Sicherheit. Ich werde das Gefühl nicht los, dass Sie mich loswerden wollen. Vorschriften des Enrichment Centers müssen beide Hände leer sein. Was? Mein Ohr juckt. Wieder? Da.
Ich wusste nicht, wo ich das Portal hinsetzen soll. Ich war überfordert. Nein! Warum mach ich das wieder dahin? So, weg mit dir. Ich will die Portale wieder wegsetzen können, ey. Oh. Hallo? Hallo? Eins dahin. Eins nach dahin. Oh. Kuchen. Er gibt Kuchen. Gratulation, der Test ist nein, vorüber. Nein. Alle Aperture-Technologien bleiben bis 4000 Grad Kelvin betriebsfähig. Seien Sie versichert, dass es vor Ihrem Siegesfeuer zu keinerlei gefährlichen Gerätefehlfunktionen kommen kann. Danke für die Teilnahme an dieser Enrichment-Aktivität von Aperture Science. Ende. Ah. Was machen Sie da? Schon jetzt. Wir freuen uns, dass Sie die letzte Schwierigkeit überstanden haben, wo wir so taten, als wollten wir Sie töten. Wir sind sehr, sehr froh über Ihren Erfolg. Wir geben eine Party zu Ehren Ihres enormen Erfolges. Stellen Sie das Gerät ab und legen Sie sich mit gespreizten Armen auf den Bauch. Ein Party-Mitarbeiter kommt sofort, um Sie zu Ihrer Party zu bringen. Versuchen Sie nicht mehr, den Testbereich zu verlassen. Nehmen Sie die Eskortierungsposition ein oder Sie verpassen das Fest. Es fehlt irgendwie so April, April. Wird ja heute passen. Hä? Okay, was ist jetzt Sache? Ich will nach oben hin. Da will ich hin. Okay. Warte mal, so. 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 Puff. Richtige Eskorte. Treffen Sie die richtige Entscheidung bei der Eskorte. Okay. Anscheinend war es aber die falsche Entscheidung. Von deren Seite aus. Treppe. Okay, jetzt wird das gerade ein bisschen creepy wieder. Hallo? Wo sind Sie? Sie sind doch hier. Ich kann es fühlen. Hallo?
bin ich so angespannt, ey. Aber weiß ich, da passiert nichts. Die Tür ist offen. Das lesen. Meine Maus hängt. Weg da. Ich will das näher lesen. Das sind die Büros, wo die mich beobachtet haben. Hier haben die mich beobachtet. What is Black Mesa? Ich weiß gar nicht, was. Ich wusste, was Black Mesa ist, aber ich hab's vergessen. Oder ist es mir entfallen? Soll ich da rein? Ja. Also bisher wirkt es sehr interessant. Okay, der Test ist vorbei. Gewonnen. Gehen Sie zum Rückgabekomplex, zu Ihrem Kuchen. Der Test war toll und wir sind beeindruckt von Ihrer Leistung. Das war's. Kommen Sie zurück. Hä? Wo wollen die mich jetzt haben? Geht der Fahrstuhl jetzt auf? Ich weiß gerade nicht so recht, wo ich hin muss. Okay. Ich hätte gedacht, ich muss in den Fahrstuhl und abhauen. Warte mal. Oh je, der Kuchen ist abgeschnitten. Ich habe gesagt, Sie sollen warten, aber Sie wollten nicht. Es ist das aber noch da, wenn Sie mich warten. Was ist das Erfolg halt? Wenn ich jetzt ab und zu
wieder einen Hänger habe, wo ich hin muss. Hä? Hey, geht nicht? So? Nein, Maus, bin ich nicht! Ah, hier. Orientierung, ne? Blau. Kann ich springen? So. Daten werden geladen. Gott, wird mir schwindelig. Runter da, runter da! Ich will einfach nur runter! Ist schon richtig, was ich mache? Hat es nicht auch Spaß gemacht, als diese Plattform in die Feuergrube hinabglitt und ich sagte, bis bald? Und sie riefen, ja, das war total lustig. Wir haben doch nur so getan, als ob. Das war toll. Ja, das war sehr toll. Zu reden, was ihr macht. Oh, fast. Ah. Oh, die Orientierung, ne?
dann bin ich jetzt gestorben. Glaube ich, war zu nah dran. Hier sind sie ganz falsch. Es ist nicht sicher. Es ist noch nicht zu spät zum Umkehren. Ich bin nicht böse. Gehen Sie einfach wieder zum Testbereich. Was haben die ganzen Dinger für eine Funktion? Habe ich nicht gesehen. Wow, die Dinge sind echt sicher. Nehmen.
Back. Hör mal, das Ding. Radio. Alles deutet darauf hin, dass diese Kamera böse ist. Geh doch mal hoch da. Oh, das Portal sitzt noch da. Ich töte sie und der ganze Kuchen ist weg. Das ist ihnen ganz gleich, stimmt's? Das ja. Ist die letzte Chance. Hm. Wer ist das? Echt? Nein, nicht der Kuchen. Oh Gott. Kann das sein, dass das Spiel nicht will, dass ich das Ding zerstöre? Wow, was für Sicherheitsvorkehrungen. Ah. Hier ist nichts. Nein. Doch, hier ist eine Scheibe. Hallo. Dankeschön. Ich habe das falsche Portal gesetzt. Gelb, 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 gelb. Nein. Hey.
So, dann nochmal auf der Höhe. Ich habe vor, das Glas kaputt zu machen. Komm her. Hä, auch nicht? Warte mal. Ah, da geht doch. Ich muss echt sagen, ich stelle mich gar nicht so doof an. Und jetzt? Wir sind auf der Flucht. Also, ich habe mir das Spiel ganz anders vorgestellt. Ganz anders. Ich hätte wirklich nur gedacht, Raum zu Raum. Was war das? Ich habe mich gerade voll erschrocken. Ah, so. Oh. Wer hat auf mich geschossen? Spricht so geil. Ich will runter. Selbst ist Fehler. Nicht. Ich fühle mich wie so ein Assassin. Diese Fliegen. Ich hasse dich nicht. Oh, danke schön. So, dich noch? Oh oh. Oh oh. So, das haben wir. Ich das jetzt am besten. Da kommt Portal hin. Ja.
Das wird ein bisschen tricky jetzt. Nicht erwischt. Erwischt. Warte. So, noch mal. Warum? Ah. So, das ist total. Hä? Geht doch. Hopp. Wow. Wie mache ich das jetzt? Wow. Dankeschön. Hier. Ich weiß schon wie. Ich wundere, dass wir so gut durchkommen. Wie gesagt, Assassine. Wir machen ein Portal hin und sehen hier, was Sache ist. Okay. Tja, da sind sie. Herzlichen Glückwunsch. War es das wert? Denn trotz ihrer Gewaltbereitschaft ist ihnen bisher nur eines gelungen, mein Herz zu brechen. Seien sie damit zufrieden und wir hören einfach auf. Wir wissen wohl beide, dass es so nicht laufen wird. Sie wollten es so. Jetzt gibt's eine Überraschung. Überraschung in 5, 4. Was passiert? Einen Moment Auszeit, das sollte nicht passieren. Sehen Sie, was da aus mir herausfiel? Was ist das? Ich bin überrascht. Das habe ich noch nie gesehen. Na egal, das Rätsel löse ich später. Alleine. Denn Sie sind dann tot. Wo gehen Sie damit hin? Ich weiß nicht, wo ich damit hingehe. Ich würde mich nicht damit abgeben. Ich glaube, wenn Sie das berühren, wird Ihr Leben nur noch schlimmer. Ich will mich ja nicht einmischen, aber Sie sollten das Ding lieber in Ruhe lassen. Nein, ganz sicherlich nicht. Glauben Sie etwa, ich spiele psychologische Spielchen mit Ihnen? Also, jetzt mal im Ernst. La la la.
Na gut, schön. Berühren Sie es, heben Sie es auf und stecken Sie es wieder rein. Ja. Jetzt mal ehrlich, wir wissen beide nicht, was das da ist. Legen Sie es in die Ecke. Ich kümmere mich später drum. Ja. Wahrscheinlich ist das ein Behälter für Ausscheidungen. Na los, reiben Sie es doch über Ihr Gesicht. Ja, alles gut. So, heiraten Sie das Ding doch, wenn Sie es so sehr lieben. Wollen Sie es heiraten? Ich lasse Sie nicht. Was sagen Sie jetzt? Boah, die Sprüche von ihr, ne? Machen Witze. Haben Sie das Aperture Science Ding, das keiner versteht, in die Aperture Science Intelligenz Notverbrennungsanlage geworfen? Ja, hab ich. Das ist ja wohl das Blödeste, das je. Oh, wow. Gute Nachrichten. Ich weiß jetzt, was das Ding, das Sie verbrannt haben, war. Es war ein Ethikkern, der installiert wurde, nachdem ich das Enrichment Center mit tödlichem Neurotoxin geflutet habe. Sollte verhindern, dass ich sowas nochmal mache. Also ganz ruhig, während ich die Neurotoxin-Emitter aufwärme. Der Kern hatte vielleicht weitere Zuständigkeiten. Ich kann die Turmabwehr nicht abschalten. Naja. Was? Wenn Sie meinen Rat möchten, legen Sie sich einfach vor das Geschütz. Das ist weit weniger schmerzhaft als das Neurotoxin. Na gut, machen Sie einfach weiter mit dem, was Sie da tun. Sie zu töten und Ihnen guten Rat geben, schließt sich nicht aus. Das Geschütz ist das bessere Mittel. Hab ich getroffen? Was Sie da verbrannt haben, ist mir nicht wichtig. Das ist nur die katalytische Crack-Anlage. Hat Schuhe für Waisen genäht. Super hingekriegt, sie hält. Oh. Sondern Mord. Hä? Was hab ich Ihnen je getan? Wo ist es Ihnen hingefallen? Dass ich Schmerz empfinden kann. Das ist Ihnen ganz gleich, stimmt's? Wer bist du? Was ist das? Was ist das? Ja, wir müssen uns beeilen, hier fließt Neurotoxin durch. Ich sagte, es ist Ihnen gleich. Hören Sie? Ist das eine Bosskampf? Ja, ne? Kommst du wieder? Nein. Oh, Sie glauben mir zu schaden. 2+2 ist... Mir geht's bestens. Ich habe Sie bisher überleben lassen, weil ich neugierig war, was Sie wohl tun. Tja, den Teil von mir haben Sie zerstört. Okay. Auch wenn ich es noch so sehr möchte, von der Seite? Kann ich das Neurotoxin leider nicht schneller in Ihrem Kopf kriegen. Ich möchte noch betonen, dass Sie alle Chancen auf Erfolg hatten. Große Party mit all Ihren Freunden. Ich habe Ihren Freund, hey, den Begleiter Kubus, eingeladen. Nur konnte er nicht kommen, weil Sie ihn getötet haben. Ihre anderen Freunde konnten auch nicht kommen, weil sie keine anderen Freunde haben. Sie sind wohl sehr unbeliebt. Hier steht's ja auch in Ihrer Personalakte. Unbeliebt. Von keinem gemocht. Einsame, unbeliebte Person, um die niemand trauern wird. Um die niemand trauern wird. Mobbt ihr mich gerade? Steht es hier. Ganz formell. Ich Idiot, natürlich komme ich dahin. Offiziell. Hier steht auch, sie wurden adoptiert. Das ist auch komisch. Die mobbt mich. Apropos neugierig. Nein. Sind Sie neugierig, was nach Ihrem Tod passiert? Tja, ich weiß es, aber Sie finden es schneller heraus, als ich es erklären kann. Also spare ich mir die Mühe. Nur ein Tipp. Versuchen Sie in den nächsten 2 Minuten noch so viel zu leben, wie es nur geht. Da. Was Sie da verbrannt haben, ist mir nicht wichtig. Das ist nur die katalytische Crack-Anlage. Hat Schuhe für Waisen genäht. Aber wir haben nicht mehr viel Zeit. Super hingekriegt, sie hält. Das ist kein Mut, sondern Mord. Was hab ich Ihnen je getan? Haben wir es geschafft? Tödlich. Nee, der Rot ist noch da. Ich ersticke. Als ich Neurotoxin tödlich nannte, war tödlich absolut ironisch gemeint. In mein Müsli kippen, mir in die Augen reiben. Ernsthaft, es ist gar nicht tödlich.
Danke, Mädchen. Sie dagegen werden seine Tödlichkeit weit weniger lustig finden. Wer backt den Kuchen, wenn ich weg bin? Ah. Sie. Oh, ich verliere die Orientierung. Ja, sie verschwenden ihre Zeit. Und sie haben wirklich nicht mehr viel zu verschwenden. Ah. Worum geht's Ihnen? Ja, hör mal auf, so agro zu sein. Dann sollten Sie mir auf keinen Fall Schaden zufügen. Ich habe Ihren Gehirnscan mit Backup, falls Ihnen etwas Schlimmes zustoßen sollte. Und das steht direkt bevor. Glauben Sie nicht? Hier, hören Sie mal. Hallo. Das sind Sie. So blöd klingen Sie. Ja. Sie sind nicht klug. Sie sind kein Forscher. Sie sind kein Doktor. Sie sind nicht mal Vollzeit angestellt. Was haben Sie bloß falsch gemacht? Wollen Sie etwa fliehen? Draußen ist nicht mehr so wie früher. Wenn wir das sehen, würden Sie sich wünschen, wieder hier unten rein. Meine Rettung hat sich auf den Flur. Das ist nicht mehr mit dem Flur. Das ist nur das nicht mehr. Finde ich auch sehr sympathisch. Thank you for assuming the party aircraft submission position. Oh, der Kuchen. Oh. Oh. This was a triumph. I'm making a note here. Huge success. It's hard to overstate my... Ah, warte, nein! Aperture science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And the science gets done and you make a neat plan for the people who are still alive. I'm not even angry. I'm being so sincere right now. Even though you broke my heart and killed me, I'm torn into pieces and threw every piece into a fire. As they burned, it hurt because I was so happy for you. Maybe black men.